Showtime vor dem zweiten Saisonheimspiel mit den Stars in Concert in Form von Freddie Mercury. Auch die Partie gegen die RWE Volleys Bottrop sollte eine große Show werden. Von den Berlin Recycling Volleys, die nach einer Niederlage und einem Sieg nun den ersten Heimerfolg einfahren wollten. Trotz der angeschlagenen Spieler Felix Fischer und Roko Sikiric, zudem fehlte Tomasz Knilt. Ich mag mir keine großen Sorgen über Verletzungen. Die kommen und muss man damit arbeiten. Und wir haben das heute gut gemacht. Vor allem begannen die Berliner gut gegen Bottrop, die Platz 4 bis 5 erreichen wollen. Felix Fischer zum 1:0. Sein Einsatz zuvor fraglich wegen einer Knieverletzung. Der Verdacht war schon am Montag, dass es eventuell nur ein bisschen was nicht so schlimm ist. Man kann auf jeden Fall spielen, aber das muss halt natürlich bestätigt werden durchs MRT. Und das war halt am Dienstag und daher hat Doc gesagt, okay, da kann nichts kaputt gehen. Tut zwar weh, aber da wird nichts kaputt gehen, du kannst spielen. Zieh durch. Durch den ersten Satz zog sich in Fischer-Manier auch ein konstant souveränes Team. Das deutliche 18:11 durch Felix Fischer. Die BR-Volleys, das bessere Team, verdient in Führung und bei 24:17 mit Satzball. Björn Höhne ebenfalls herausragend, im ersten Anlauf noch geblockt, im zweiten Anlauf dann gepunktet. Mit 25:17 ging der erste Satz an die Hausherren, die einzige Devise, so sollte es weitergehen. Letztes Mal haben wir, oder jedes Mal haben wir dann nach dem ersten Satz, okay, wir haben jetzt klar gewonnen, jetzt geht's von alleine, sondern wir haben wirklich durchgezogen und weitergespielt. Coach hat uns das die ganze Woche eingebläut, wir sollen darauf achten und wirklich nicht nachlassen. Das haben wir heute sehr gut umgesetzt. Die Berlin Recycling Volleys machten im zweiten Satz genau das, was zuvor gegen Düren und Rottenburg nicht gelang. Ein gutes Niveau über einen längeren Zeitraum halten und dem Gegner mit dem 1:0 im zweiten Satz gleich zeigen, dass die Berliner das dominierende Team bleiben. Knapp 3000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle nahmen es hocherfreut zur Kenntnis, dass sich die BR-Volleys nun wiederholt zügig absetzen konnten. Björn Höhne, der deutsche U21-Kapitän, mit dem Block zum 18:12. Bei 24:16 erhoben sich die Zuschauer zum Satzball auf den Rängen. Die RWE-Volleys Bottrop, bislang ein Gegner ohne große Gegenwehr, trugen mit dem Schmetterschlag ins Aus selbst dazu bei, dass die Berlin Recycling-Volleys nach einem 25:16 mit 2:0 in Sätzen in Führung gingen. Wir haben von Anfang an konzentriert gespielt und Bottrop war verletzungsbedingt, glaube ich, nicht voll besetzt und dann war es eine klare Sache. Der dritte Satz nur zu Beginn keine klare Sache. Die Bottropper über Robert Böttcher zum 3:2. Dies tatsächlich die erste Führung für die Gäste seit Spielbeginn. Dass sie diese Führung wieder hergeben mussten, lag mitunter an den guten BR-Volleys. Noch viel mehr aber an den Bottropper Abstimmungsschwierigkeiten. Und diese wurden dann eiskalt genutzt. Opus Sivula zum 8:6 im dritten Durchgang. Bottrops neuer Trainer, sichtlich unzufrieden, drohte ihm doch die dritte Pleite im dritten Saisonspiel. Glücklicher wird ihn auch nicht gemacht haben, dass die Partie nicht hochklassig, sondern des Öfteren von kleinen Fehlern geprägt war. Bestes Beispiel dieses 14:13 für Berlins Volleyballteam Nummer 1. Kurz danach startete Ricardo Galandi eine Aufschlagserie von 8 Punkten in Folge. Der Schlussspurt zum Sieg, mit dem sich die Berliner auch im dritten Satz entscheidend absetzen konnten. Er hat es gut gemacht. Er hat das Aufschlagserie am Ende das Ding nach Hause gebracht und war gut. Sowas macht immer besonders Spaß, wenn man halt vorne vielleicht nicht so viele Akzente setzen kann, dass man halt hintenrum gut arbeitet, auch vielleicht gut verteidigt und gute Aufschlagserien macht. Spaß wird es auch Florian Hecht, Nachwuchstalent vom VC Olympia und mit Doppelspielrecht ausgestattet gemacht haben, als er auch gleich mit seinem ersten Bundesliga-Ballkontakt per Block das 22:14 besorgte. Ja, dass ich einen Ballkontakt hatte, da wäre ich schon ganz froh, ja. Und dass dann auch gleich noch fast ein Punkt geworden ist, toll, unglaublich einfach. Wenn hier sich einer verletzt hat, dann bin ich immer zur Stelle natürlich, aber ich will jetzt, mich jetzt auch nicht reindrängen hier. Zum Glück drängten aber die Berlin Recycling Volleys gemeinsam auf einen Sieg. Kavika Shoji per Ass zum ungefährdeten 3:0. Ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass es dann doch so einfach ging, weil Bottrop hat ja doch auch relativ hohe Ziele gesteckt. Sie haben gesagt, wollen Vierter oder Fünfter werden. Und naja, das noch zu erreichen, da müssen sie jetzt ein bisschen sich pushen. Nach nun 2 Siegen und einer Niederlage sind die BR-Volleys zwischenzeitlich Tabellendritter. In ihren Reihen auch Paul Carroll, letztes Jahr noch in Haching und als MVP der letzten Saison nun ausgezeichnet. Viele neue bei den Berlinern, die sich langsam finden. Auf jeden Fall nicht mehr so viele dumme Fehler gemacht wie die letzten beiden Spiele, also haben wirklich routiniert gespielt. Man hat auch gemerkt, dass die Abstimmung viel, viel besser ist als die letzten beiden Spiele. Und ja, also von daher, das sind einfach die Punkte, die uns die letzten Male die Fehler oder die Schwierigkeit gemacht haben, zu gewinnen oder auch klar zu gewinnen. Und die haben wir heute eben gut umgesetzt. Zufriedenheit kommt langsam, ja. Ist die Betonung auf Zufriedenheit oder auf langsam?
langsam. Nicht nur langsam zufrieden, auch Felix Fischer, der als Spieler des Spiels mit der MVP-Medaille ausgezeichnet wurde. Ist sehr schön, also man wird man ihm für seine Arbeit belohnt, aber es ist eigentlich nicht immer nur ein Einzelsieg, sondern eigentlich ein Sieg für die Mannschaft, weil ohne die könnte ich eben nicht MVP werden. Von daher ist die halbe Medaille oder die Dreiviertel gehört der Mannschaft, ein Viertel mehr. Ein ganzes Stück Arbeit wartet am 19.10.2011 um 19.30 Uhr im Europacup im nächsten Heimspiel gegen die Zyprer von Anatosis Famagusta in der traditionellen Semmeringhalle. Spätestens dann soll es auch weitergehen mit einer richtigen Heimspielshow der Berliner.